Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ja, wir kennen James Bond, wir kennen Christopher Lee und wir kennen demnach natürlich auch den Mann mit dem goldenen Colt. Aber der war definitiv nicht im Wilden Westen unterwegs, weil der wäre im Wilden Westen mit seinem goldenen Colt definitiv nicht wahnsinnig weit unterwegs gewesen. Gut, abgesehen jetzt einmal von der physikalischen Tatsache, dass ein goldener Colt wirklich eine absolut dumme Idee ist und Gold sehr weich ist und definitiv nicht als Waffe geeignet ist. Aber das macht ja nichts. Vor allem, wenn wir keinen geringeren als Sergio Corbucci persönlich auf dem Regiestuhl haben und in der Hauptrolle Matt Damon, der hier offensichtlich als Ringo den Star gibt und seine goldenen Pistolen schwingt. Der Film lief damals im Jahr 1966 übrigens über den Verleih MGM auch in den deutschen Kinos, war allerdings scheinbar in einer 88-minütigen Fassung nur gekürzt zu sehen, bis er dann auf Blu-ray in einer, laut UFDB, 89 Minuten langen Fassung umgeschnitten erschienen ist. Zwischendurch dürfte es allerdings eben keine Zwischenaufenthalte des Mannes mit den goldenen Pistolen gegeben haben, denn von Videokassetten oder auch DVDs, also welchen, die nicht in diesem Mediabook mit enthalten sind, gibt es hier keinerlei Aufzeichnungen. Dabei ist interessant, dass das Standard Release im Keepcase, beziehungsweise eben auch dieses Mediabook, das exakt gleiche Cover Artwork aufweisen, dass natürlich das Mediabook dann nur hier unten noch etwas mehr reitende Indianer zu den Füßen von Ringo zeigen, dass sich allerdings dieses Motiv eigentlich ziemlich geil aufbereitet finde. Irgendwie hat dieses Motiv für mich einfach ganz massive Groschenroman-Vibes und die passen definitiv absolut perfekt zu dem Film. Wenn man beispielsweise in der IMDb zu diesem Film recherchiert, dann findet man ähnliche Motive, wobei in diesem Fall das eine aus Amerika, das ich da finde, ein wesentlich weniger detaillierter Ringo nach links schießt und die durch seine Beine reitenden Indianer tatsächlich durch die Beine reiten und damit ausschaut, als wären sie bestenfalls in Kaninchengröße, haben wir es dann vielleicht noch mit ein bisschen einem beeindruckenderen Longandina-Style Cover-Artwork zu tun, aber da muss ich jetzt wirklich sagen, von allen Motiven, die ich zu diesem Film so auf die Schnelle finde, ist das vom deutschen Blu-ray-Release definitiv das Schönste. Das mag ich auch von der Farbgebung her. Das ist hier auch, finde ich, eben mit diesem Ledereffekt recht schön verarbeitet worden. Dazu gibt's dann hier eben ein Motiv, das wir zum Beispiel auch als italienisches DVD-Frontcover-Artwork verwendet haben. Auf dem Backcover noch einmal der titelgebende Ringo zu sehen, beziehungsweise bekommen wir dann hier auch noch eine Inhaltsangabe zu dem Titel, beziehungsweise die paar Bilder sowie die Infos zur Technik. Wir können dann einmal natürlich einen Blick ins Innere werfen. Da wartet dasselbe Motiv. Dann noch einmal auf der DVD, dann noch einmal auf der Blu-ray und dann noch einmal auf dem Booklet. Das ist wirklich, also ganz ehrlich, ich habe mindestens, also in einer fünfminütigen Nebenbei-Recherche, während ich jetzt gerade dieses Review aufnehme, nein, ich bin nicht stolz drauf, das meine ich nicht, bereits wesentlich mehr Bildmaterial gefunden, das man verwenden hätte können. Das ist hier beispielsweise eines mit dem Titel Johnny Oro, dem eben alten italienischen Titel. Gibt's hier auch noch ein klassisches Plakatmotiv, das eigentlich relativ cool ist. Es passt, finde ich, auch obwohl es ein bisschen weich und undefiniert ist, dieses Innendesign. Aber ich finde, dass man sich hier vor allem bei der Wiederholung des ein und desselben Motivs hier ein bisschen bremsen hätte können. Aber schauen wir mal, was das Booklet hergibt. In dem Fall, genau das.
ein Standard-Booklet, das finde ich in der Aufmachung ganz nett zum Durchblättern ist, um ein paar von den Bildern in sich aufzunehmen, aber es weckt jetzt, finde ich, diese Gestaltung und diese Aufbereitung und eben auch die Tatsache, dass der Autor in dem Fall nicht namentlich erwähnt wird, dass es dann die letzten zwei Seiten noch mit Pressestimmen verschwendet, aber das ist ein, nicht unbedingt Vertrauen, aber das ist ein Bild, das ich extrem geil finde, weil es wirkt irgendwie so, als hätten die Mariachi ganz explosives Chili gegessen und würden sich jetzt gerade von einigen schmerzhaften Gasen befreien. Aber ich muss sagen, dass ich auf den Ringo mit den goldenen Pistolen durchaus gespannt bin, also obwohl natürlich also das hier auf dem Frontcover jetzt nicht zwangsläufig eine Pistole ist, aber wenn man in Österreich Zeitungen verkaufen darf, bei dem man den Unterschied zwischen Pistolen und Revolvern nicht kennt, dann ist es heute so. Auf jeden Fall ist es weder eine Mehrzahl noch eine Pistole. Ist aber trotzdem ein, wie ich finde, schick gestaltetes Groschenroman-Style-Cover zu diesem Titel in einem zwar mit schwachem Booklet ausgestatteten, aber trotzdem haptisch, finde ich, durchaus ansprechenden Mediabook.